Das Video, auf was ich mit euch reagieren möchte, nennt sich Bathroom Visitor, ein weltweites Phänomen. Ich weiß nicht genau, worum es sich handelt, aber es klingt für mich super interessant und ist auch von jemandem, den wir bisher noch nicht so oder den ich nicht auf dem Schirm hatte, nämlich dem Mythenmetzger. Ich bin mal gespannt, schauen wir uns es doch einfach mal an. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, befinden wir uns in den Lost-Kurzfilm-Wochen bei Mythenmetzger, was bedeutet, dass die Videos nicht ganz so lang sind. Das reale Leben fordert Einsatz von mir und nimmt mir etwas die Zeit für die längeren Videos und deshalb halten wir uns jetzt gar nicht so lange auf und beginnen mit dem Thema. Vor ungefähr 3 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, da habe ich einmal ein Video gemacht über die sogenannten Bedroom Visitor. Man findet in Büchern, in Zeitschriften, aber auch im Internet immer wieder Berichte darüber, dass Menschen des Nachts aufgewacht sind und dann in ihrem Schlafzimmer eine merkwürdige, schattenhafte Gestalt gesehen haben wollen. Vorab, ich weiß nicht, ob es die beste Idee auf so ein Video zu reagieren, weil ich generell ein Mensch bin, der sehr, sehr oft Angst kriegt in der Nacht. Nachts wache ich einfach manchmal auf und habe Angst, fühle mich beobachtet oder sonst irgendwas. Kann auch daran liegen, dass meine liebe Freundin, die da hinten im Nebenraum sitzt, irgendwie gefühlt 3000 Spiegel in unserem Schlafzimmer hat, wo ich mir denke, warum tut man so viele Spiegel ins Schlafzimmer? Egal. Manchmal waren es dann sogar mehrere dieser Gestalten. Meist verliefen diese Begegnungen recht harmlos, aber es soll auch Begegnungen gegeben haben, die dann eben nicht so nett endeten. Seit ich damals dieses Video gemacht hatte, da habe ich immer wieder Anfragen bekommen, ob ich nicht noch einmal über dieses Thema ein Video machen könnte. Also habe ich mal meine schlauen Bücher aufgeschlagen, die Magazine durchgeblättert und im Internet recherchiert, um zu sehen, ob ich da etwas Neues finde. Das, was ihr hier seht, das ist eine Bettdecke, aber für viele scheint das der ultimative Schutz vor bösen Dingen zu sein. Ja. Auch in den Kommentaren unter meinen Videos, da lese ich dann sehr oft, da hatte ich Angst und da habe ich mir die Bettdecke über den Kopf gezogen. Wir alle wissen ja noch aus unserer Kindheit, dass so eine Bettdecke der beste Schutz gegen alles Böse und gegen Monster und Killer ist, die vor eurem Bett stehen. Diese Deckung, True. Die nahezu unverwundbar macht, ist uns nun wirklich allen bekannt. Zumindest habt ihr das Gefühl, solange ihr wach seid. Aber wenn ihr schlaft, dann wisst ihr doch gar nicht, was um euch herum alles so passiert. Oh mein Gott, hör auf, ey. Da kriege ich Angst. Bathroom Visitor, oh, das hört sich nicht gut an, oh nein. Liebe Mythengemeinde, vielleicht erinnert sich noch jemand daran, wie das so war damals als Kind, wenn man im Dunkeln im Bett lag und hatte Angst. Und wenn man sich dann im Dunkeln so umgesehen hat, da spielten die Augen vielleicht den einen oder anderen Streich. Irgendetwas schien sich zu bewegen, irgendetwas huschte durch das Zimmer und dann habt ihr nach euren Eltern gerufen und die sind dann vielleicht auch gekommen, haben das Licht angeschaltet und es war nichts zu sehen. Dabei wart ihr euch ganz sicher, dass da irgendetwas gewesen ist. Glaubt man den Berichten über die sogenannten Bedroom Visitor, dann war da auch irgendetwas, etwas, das ihr nur im Dunkeln sehen könnt. Der bereits 1999 verstorbene Buchautor Dr. Johannes Fieback, der hat sich diesem Thema einmal näher gewidmet. Er hat mit sehr vielen Menschen gesprochen, die eine Erscheinung der sogenannten Bedroom Visitor gehabt haben wollen. Und daraus hat er so eine Art Profil erstellt. Und diese Fälle, die ähneln sich fast wie ein Ei dem anderen. Das Ganze beginnt damit, dass man entweder beim Einschlafen im Halbschlaf oder aus dem Schlaf heraus in einen Halbschlaf fällt, in dem man einen merkwürdigen Zustand verspürt. Und man spürt, dass etwas nicht stimmt, dass irgendetwas im Raum ist, dass man nicht alleine ist. Und dieser Zustand, der einen überkommt, das ist eben der, dass es unmöglich scheint, sich zu bewegen. Das Ganze wird auch... Oh mein Gott, ja... Ich selber bin auch jemand, ich bin ein sehr guter Kandidat für Schlafparalysen. Das habe ich tatsächlich in regelmäßigen Abständen. Ich habe Glück und Unglück zugleich, weil ich habe natürlich Unglück, dass ich so überhaupt sowas habe. Also was ist eine Schlafparalyse? Man liegt im Bett, merkt, dass man wach ist eigentlich, kann sich aber nicht bewegen, weil man noch irgendwie in dieser Traumwelt gefangen ist. Man sieht den Raum um sich rum, obwohl man komischerweise die Augen zu hat und man kann sich nicht bewegen. Man fühlt sich wie gelähmt. Und man will da rauskommen, man schreit, man versucht sich anzufassen oder sonst was und dann irgendwie da rauszukommen. Und nur mit ganz viel Energie schafft man es, wenn man Glück hat, da rauszukommen. Und das habe ich wirklich regelmäßig. Was andere auch manchmal haben, ist, dass sie dann wirklich, ja,
Gestalten sehen, böse Gestalten, die versuchen, ihnen weh zu tun und dann sogar Schmerzen empfinden. Das habe ich wirklich zum Glück nicht, aber ich stelle mir das so unglaublich vor, das zu haben. Danny schreibt, Schattengestalten habe ich auch damals gesehen. Mein Beileid auf jeden Fall, das ist echt, das stelle ich mir so schlimm vor. Also Schlafparalysen sind echt nicht cool. Ja, vielleicht hat es was auf jeden Fall mit diesem Bedroom-Visitor sozusagen zu tun. Nämlich ein Phänomen, was sich dann häuft, dass vielleicht viele verschiedene Menschen immer dieselbe Person oder so sehen. Ich befürchte es auf jeden Fall. Auch als Schlafparalyse bezeichnet, wobei Fieberg der Meinung ist, dass es einen Unterschied zwischen der klassischen Schlafparalyse und dem gibt, was passiert, wenn diese Bedroom-Visitor erscheinen. Mhm. Und im Rahmen seiner Untersuchungen, da hat Fieberg noch etwas Interessantes festgestellt. In fast allen Fällen, da ist es so, dass nicht nur eine einzige Person von diesem Erscheinen der Bedroom-Visitor betroffen ist. Das Ganze scheint etwas zu sein, das gleichzeitig dann ganze Dörfer oder Regionen heimsucht. Nicht komplett alle Menschen, die dort leben, aber eben mehrere. 1962, Atterbury in England. In der damals knapp 1000 Seelen großen Gemeinde, da passieren merkwürdige Dinge. Alles hatte damit begonnen, dass sich ein kleiner Junge aus der Gemeinde bei seinen Eltern über seine Schlaflosigkeit beklagte. Als Grund dafür gab er an, dass er nachts immer von diesem schwarzen Mann geweckt würde. Der würde dann nachts vor seinem Bett stehen und der Junge würde dann aufwachen und er würde merken, dass er sich nicht mehr bewegen könne. Und der schwarze Mann, der würde ihn die ganze Zeit nur anstarren. Und erst wenn dieser schwarze Mann verschwinden würde, da könnte er sich wieder bewegen, aber dann hätte er so viel Angst, dass er sich nicht mehr trauen würde, einzuschlafen. In einigen Nächten davor, da hatte der Junge mehrmals nach seinen Eltern gerufen und ihm eine ähnliche Geschichte bereits erzählt. Die Eltern, die konnten natürlich in dem Zimmer nichts finden, haben den Jungen beruhigt und ihn dann dazu gebracht, dass er schläft. Nachdem der Junge diese Sache aber an diesem Morgen wieder und wieder erzählt und seine Eltern um Hilfe bat, da beschlossen die Eltern, mit dem Jungen zu einem Arzt zu gehen. Sie nahmen diese Sache nicht ernst, sie gingen davon aus, dass der Junge träumt oder irgendwelche Angstvorstellungen hat und dass man da vielleicht mit ein paar Tabletten etwas gegen machen kann, so wie man das vielleicht damals dachte. Als sie dem Arzt dann darüber berichteten, was ihr Junge für ein Problem hat, da reagierte der anders als erwartet. Anstatt dem Jungen, so wie die Eltern es wohl gedacht haben, irgendwelche Schlaftabletten oder sonst irgendetwas zu verschreiben, da bat er den Jungen sehr genau und detailliert zu erzählen, was er nachts so erleben würde. Als er sich alles angehört hatte, da offenbarte er den Eltern, dass er diese Geschichte nicht zum ersten Mal aus diesem Ort hörte. Also anscheinend scheine ich ja nicht der Einzige zu sein, der das hat. Ich sehe hier gerade mal so im Chat und ich sehe auf jeden Fall, dass viele von euch auch solche Schlafparalysen haben. Sogar so welche, wo man Gestalten sieht. Rotkopf schreibt, dass mal eine Hexe auf ihn zugekommen sieht, ist. Vorhin hatte auch noch jemand geschrieben, dass man eine Fratze gesehen hat. Auch finde ich schwierig zu erklären, wo das Ganze herkommt. Also ich finde, Träumen und Schlafen ist generell so ein Thema, was viel zu wenig erforscht ist und super interessant ist. Aber dass man dann sowas sieht, so Albträume, aber irgendwie im Halbschlaf und so, das ist eine Horrorvorstellung. Dass eine Reihe von Menschen aus diesem Ort mit diesem Problem im Augenblick zu ihm kommen würde. Und das jeden Alters, vom kleinen Kind bis zum Greis. Und alle erzählten sie dieselbe Geschichte, dass sie sich im Schlaf befänden, dass sie merkten, dass sie in einer Art Halbschlaf übergingen, dass sie sich nicht mehr bewegen könnten. Und wenn sie dann die Augen aufmachten, dann würden sie diese schattenhafte, dunkle Gestalt sehen, die vor ihrem Bett stünde. Oh nein, Mann, das muss doch jetzt nicht sein! Von dieser Gestalt nur angestarrt, wortlos betrachtet. Kann er das skippen? Gelegentlich würde sich diese Gestalt aber nähern und sehr nah über sie beugen. Nach einiger Zeit würde sie dann vom Bett zurücktreten und sich sozusagen in Luft auflösen, womit sich dann auch diese Starre, die die Menschen überkam, auflöste. Der Arzt, der sich mittlerweile längst im Ruhestand befand, der schilderte dem Autor insgesamt 58 Fälle von Menschen, die diese Bedroom-Visitor gesehen haben wollen. Und das fast zeitgleich. Ist klar. Schließlich sei dabei niemand zu Schaden gekommen. Allerdings litten die Menschen unter dieser Schlaflosigkeit und natürlich unter der Angst, die sie verspürten in dem Moment, wo sie dann diese Gestalten gesehen haben wollen.
Und dann, ganz plötzlich, von einer Nacht auf die andere, da soll dieser Spuk dann aufgehört haben. Es gibt wirklich viele Berichte über diese Begegnungen. Es gibt Foren, die sind voll mit Erzählungen darüber, dass Menschen so etwas erlebt haben wollen. Inwieweit man jeder dieser Erzählungen Glauben schenken kann, das ist natürlich dann jedem seine eigene Sache. Meine persönliche Meinung ist, dass man nicht pauschal alle... Sehr gut, jetzt werde ich wahrscheinlich die halbe Nacht da wach liegen und denken, dass mich da irgendeiner aus der Ecke beobachtet. Zumal bei uns steht halt das Bett und da ist dann um die Ecke dieser begehbare Kleiderschrank. Und tatsächlich, ich weiß nicht warum, ich habe manchmal so Angst, dass dann da irgendwas so um die Ecke guckt oder so, ne? Weil der halt so dunkel ist. Ich hasse es. Alle Menschen, die so etwas erlebt haben wollen, mal wieder in die Ecke von irgendwelchen Quatschköpfen schieben kann. Insbesondere deshalb nicht, weil dieses Phänomen wirklich weltweit anzutreffen ist. Da stellt sich dann die Frage, wenn es das wirklich gibt, was kann es dann sein? Ja. Und vor allem, was möchten diese Wesen, wenn es sie gibt, denn überhaupt von den Menschen, die sie nachts im Schlaf besuchen? Also, er ist jetzt nicht genau auf diese Beschreibung eingegangen, die sich wohl genau ähneln. Aber ich würde einfach vermuten, dass diese Gestalt halt keine echte Gestalt ist, sondern, also ich hoffe es jetzt einfach mal, eine Gestalt, die sozusagen seine Ängste, seine eigenen Ängste widerspiegelt. Weil wir kennen es alle, wir haben Albträume und man kann sich natürlich nicht erklären, warum man Albträume hat, weil man möchte keine Albträume haben, ganz klare Sache. So, und wenn man jetzt dazu noch so jemand ist wie ich, der dann vielleicht auch Schlafparalysen hier und da mal hat, kann es natürlich vorkommen, dass so ein Albtraum mit einer Schlafparalyse gemischt wird und man dann dementsprechend auch so komische Gestalten sieht oder eben Dinge, vor denen man eigentlich Angst hat. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass viele auch weltweit dieses Phänomen haben, dass sie eine Schlafparalyse haben und dann diesen, ja, Bedroom-Visitor sehen. Darüber gibt es verschiedene Theorien. Eine Theorie, die besagt, dass das eine typische Fehlinterpretation in einem Angstzustand ist, wenn jemand zum Beispiel in eine Schlafparalyse fällt. Das Ganze müsse man sich so vorstellen, als ob man das... Warum sieht dieses Zimmer jetzt genau aus wie mein scheiß Schlafzimmer? Warum sieht das genauso aus aus irgendeinem Grund? Nachts bei Vollmond um Mitternacht über einen Friedhof geht. Viele Menschen beschleicht dann so ein beklemmendes Gefühl und dann rappelt hier und raschelt da etwas und schon fangen im Kopf die Fantasien an. Und erreicht die Angst dann sozusagen ein gewisses Level, dann kann es dazu kommen, dass man eben Dinge sieht, die gar nicht da sind. Und wenn man 10 Leute über so einen Friedhof schicken würde, dann würden die wahrscheinlich alle 10 etwas rascheln und ruckeln hören und dann irgendwelche Schatten durch die Gebüsche huschen sehen. Und das eben, weil dort wirklich gar nichts ist, was man sehen kann. Also kann man aus der Angst heraus eben nur dunkle, nicht näher identifizierbare Dinge sehen. Schwarze Gestalten eben. Das ist eine Theorie, wie es zu diesen Sichtungen der Bedroom Visitor kommen soll. Eine Theorie, die besagt, dass es diese Bedroom Visitor wirklich gibt. Und dass sich diese Gestalten eben nur im Dunkeln aufhalten können. Und was sie von uns wollen, das ist zum einen Energie und zum anderen die Gedanken. Es gibt in der Tat alte Sagen über diese Bedroom Visitor. Und in diesen Sagen, da wird dann erzählt, dass sie sozusagen telepathische Fähigkeiten haben, dass sie Gedanken lesen können und dass sie das Licht, das sie benötigen, indem sie sich aber nicht aufhalten können, aus den Träumen, aus den Gedanken der Menschen beziehen, die dort liegen und schlafen. Das wären eben lebende Schattenwesen, viel älter als die Menschheit ist. Und diese Schattenwesen, die hätten irgendwann einmal bemerkt, dass sie die Träume der Menschen lesen können. Dass sie sie sozusagen sehen können und dass sie sich dort hineinbegeben können und so auch die Möglichkeit hätten, sich gedanklich zumindest bei Tageslicht zu bewegen. Das wäre schon alles und sie hätten keinerlei böse Absichten und möchten auch niemandem wirklich etwas tun. Allerdings soll es da so einige Berichte geben, in denen davon erzählt wird, dass Menschen behaupten, sie wären von diesen Bedroom Visitern entführt worden. Oh nein. Und während dieser Entführungen, da seien sie eben auch so kleinen Greys, also Außerirdischen, begegnet. Und so hat sich dann eben noch diese Theorie entwickelt, dass diese Bedroom Visitor eigentlich, naja, wie soll man sagen, ferngesteuert sind. Dass es eben Gestalten sind, die durch Aliens gesteuert werden. Oder womöglich selbst welche sind. Es gibt ein paar wenige Berichte, da ist es dann auch
dazu gekommen, dass Menschen von diesen Bedroom-Visitern verletzt worden sein wollen. Nämlich dann, in diesem Augenblick, wo sie sich aus eigener Kraft aus dieser Starre, aus dieser Paralyse herauslösen konnten. Das hätte dann dazu geführt, dass sie geschrien oder sich aufgerichtet hätten. Und das hätte dann dazu geführt, dass sie von so einem Bedroom-Visitor gepackt und zurück ins Kissen gedrückt worden seien. Woraufhin sie dann sofort wieder in diese Paralyse hineingefallen sind. Dabei soll es dann so zu dem einen oder anderen Kratzer gekommen sein. Oha. Man darf diese Bedroom-Visitor allerdings nicht mit den Shadow People oder diesem Black Man in Verbindung bringen, der schon einmal auftauchen soll, bevor jemand stirbt. Das sind wieder andere Dinge. Ja, liebe Mythengemeinde, ihr habt jetzt verschiedene Dinge gehört, die als Erklärung für diese Bedroom Visitor herangezogen werden. Was ist eure Meinung? Tendiert ihr zur Halluzination durch Angst? Ich denke, es ist Halluzination durch Angst. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Finde ich ein so interessantes Thema. Das Video ist von Mythenmetzger. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich wirklich.